Einst hatten unsere Helden Spawny vom Miseras Ahnen gerettet, den Megabug. Doch nichts hatte sie auf das vorbereitet, was sie nun erwartete. Das Schicksal kann einem grausam mitspielen, selbst jenen, die in die Zukunft blicken. Ja, vielleicht gerade denen. Doch wie hätte ich, Madame Boistrella, ahnen können, dass mein Denkmal zu seiner Lobpreisung der Turm der Verlorenen zu einem Grab werden würde? Doch war mir das Schicksal wohl nicht ganz abhold, denn die mächtigsten Helden der Galaxie hatten mein Rufen erhört. Als ich enthüllte, dass Miseras Schergen den Turm eingenommen hatten, sprach Bipo von Türen, Schlössern und Sicherheit, doch ich hörte nicht zu. Aber das Schlimmste wussten wir noch nicht. Unser lieber Freund Spawny war im Turm gefangen. Einst hatten unsere Helden Spawny vor Miseras Ahnen gerettet, den Megabug. Doch nichts hatte sie auf das vorbereitet, was sie nun erwartete. Hört gut zu. Also, unser Freund Spawny befindet sich irgendwo oben auf meinem Turm der Verlorenen, dessen Regeln für Nichtsehende wie euch rätselhaft bleiben. Okay, wir sind bereit. Bald werden Portale hinter mir erscheinen. Sie führen zu verschiedenen Schlachtfeldern, auf denen euch unvergleichliche Kämpfe erwarten. Siegt und ihr werdet belohnt werden. Der Turm der Verlorenen ist unvorhersehbar. Nicht alle Helden, Sparks oder Items sind sofort verfügbar. Ihr müsst erst schlachten bestehen. Wenn ihr es irgendwie bis zur Spitze des Turms schafft, werde ich, Madame Boistrella, euch persönlich belohnen. Oh, und ihr rettet Spawny vor dem sicheren Verhängnis. Beeilt euch! Wie soll euch euer Verhängnis ereilen? Im Rahmen einer entspannten, durchschnittlichen oder anspruchsvollen Kundenerfahrung? Wir nehmen Mittel. Haftungsausschluss! Sehr gut. Leider ist der Kauf von Teamheilungen wegen Streitigkeiten mit Rabattbot derzeit ausgeschlossen. Aber ihr könnt es euch jederzeit anders überlegen. Nun schaut in die Kristallkugel und wählt euer Schicksal. Und solltet ihr drinnen Selfies machen, vergesst nicht, sie in den sozialen Medien mit dem Hashtag zu versehen. Alles klar, Madame Boistrella. Und damit herzlich willkommen, Katztastisch, begrüße ich euch zu Rabbit Sparks of Hope, Tower of Doom, hier auf Katze. Tower of Doom ist das erste DLC, die erste Erweiterung, Zusatzinhalte für das Spiel. Und ihr habt es gesehen, unsere Aufgabe besteht darin, wie von Madame Boistrella wunderbar und wunderschön am Anfang des Videos vorgestellt, Spawny zu retten. Dafür müssen wir den ganzen Turm erklimmen und viele Herausforderungen meistern. Ich decke mich mal ein. Obwohl die alte Wahrsagerin ja meinte, dass ich derzeit beim Rabattbot keine Items kaufen kann. So, unheilvoller Mond oder der böse Blick. Ich kann mir eine Herausforderung aussuchen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so läuft, dass ich beide machen werde oder nur eine von den beiden. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und habe zu Beginn des Spiels, ihr seht es selbst, kaum Sparks, kaum Charaktere. Und ja, mal sehen, wie das ablaufen wird. Warum ich jetzt ausgerechnet die 3 habe, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich mein Spiel so damals abgespeichert habe in der Hauptstory.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es immer so, dass man immer so anfängt. Naja, ich schau mal, dass ich vielleicht Rabbit Luigi reinbringe. Andererseits finde ich es ja mit den Damen ziemlich praktisch. Ich probiere es mal aus. Rabbit Rosalina raus. Die ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Nicht für diese erste Herausforderung. Und dann statte ich meine Figur natürlich noch mit den passenden Sparks aus. Livestream, sagt Rabbit Peach. Mal gucken, wie das ablaufen wird. Ich sehe schon brennende Fässer. Ein Schuss auf ein brennendes Fass würde dafür sorgen, dass wir auch gleich alle Bob-Oms mitnehmen. Und da hinten sind noch mehr Bob-Oms und noch mehr Augen. Das könnte unter Umständen gerade in Kombination mit Rabbit Luigi zu einer wunderbaren Kettenreaktion führen. Ich probiere das gleich mal aus. Hier nutze ich noch die Raserei. Und nach oben mit uns. So, letztendlich besteht ja unsere Aufgabe darin, lediglich die Augen zu besiegen. Alles andere ist gar nicht so wichtig. Vielleicht ich mir den Rutscher aufheben soll. Nicht für die Goombas, sondern eher für das Besiegen der Augen. Mithilfe der Bob-Oms wohlgemerkt. Ja, vielleicht bräuchte ich noch eine weitere Figur hier oben. Oh, ich glaube, ich nehme besser Luigi. Oder? Ja doch, besser Luigi, weil Rabbit Peach mit ihrer Trio Infernale über Hindernisse hinwegschießen kann. Wie wir ja alle bereits aus dem Hauptgeschehen wissen. So, dann nehme ich mal diese Bombe hier. Und die kommt dann einfach... Oh, ich kann da auch einiges mitnehmen. Ah, Fragen über Fragen. Ich kann ja nur einmal rutschen, von daher besiegt... Oh ja, nicht ganz so... Oh doch, hat funktioniert. Ich wollte gerade sagen, nicht ganz so platziert, wie ich mir das erhofft hatte. Aber insgesamt bin ich ganz zufrieden. So, jetzt können wir die noch alle umhauen. Ich kann aber nur drei treffen. Ihr müsst wissen, dass ich auch den Fertigkeitenbaum wieder von vorne aufpäppeln muss. Also ich habe nicht den Zustand meiner Figuren wie in der Hauptgeschichte. Sondern hier ist das praktisch nochmal eine separate Geschichte. Eine Geschichte, die nochmal extra erzählt wird. Okay, Frostattacke! Wir müssen Spawny retten. Eigentlich echt schön, dass wir ihn retten können oder retten müssen. Einfach aus dem Grund, weil wir ihn ja bereits aus dem ersten Abenteuer kennen. Das war ja die große Aufgabe im Spiel. So, der Eisenblick von Luigi sollte uns hier oben beschützen. Man weiß ja nicht, wie die Goombas attackieren werden. Und eine nehmen wir gleich noch mit. Wir werden sowieso mindestens zwei Runden brauchen. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier eine ordentliche Kettenreaktion hervorholen. Oder hervorbringen. So, das sieht gut aus. Das passt einmal. Damit explodieren beide. Und sehr schön. Die Bob-Oms sind auch gleich Geschichte. Wunderbar, dann haben wir nur noch das eine Auge da drüben. Und ansonsten ist hier unten zumindest alles erledigt. Unsere Gegner sind dran. Ich glaube, das war schon, oder? Ah, nee, das sind noch drei Goombas. Ja, die laufen aber ganz entspannt. Alles prima. Dann gibt es natürlich mit unseren Charakteren jetzt die volle Breitseite. Ich gehe erstmal hier runter, dass ich auch, ja, Rabbit Peach zu mir bringen kann. Oh nein, reicht nicht aus. Na, schade. Was mit Luigi? Nee, der kann Rabbit Peach auch nicht holen. Außer wir nutzen den Teamsprung. Und dann Rabbit Peach nach vorne. Damit sie da oben nochmal Gas geben kann. So, das sieht gut aus. Können wir uns hier noch kurz heilen? Das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Weil wir ja nicht unbedingt komplett geheilt werden nach dem Kampf. Und die Heil-Items sind, naja, man mag schon fast sagen, etwas rar gespickt. Und dann einmal das Fass anvisieren und kapio! Das wäre das vierte Auge gewesen. Zwei fehlen noch. Und Rabbit, Luigi sowie Luigi werden das schon erledigen. So. Die Zielscheibe richtet es. Und hier einmal mit dem Waldmeister. Das wäre also die erste Herausforderung gewesen. Gut gemacht. Oh, was ist jetzt los? Münzenspurt. Ah, wir kriegen ein paar Münzen geschenkt. Ach, das ist ja cool. Okay, nutzen wir natürlich.
Wir nehmen so viele auf, wie wir nur können. So, muss ich alle einsammeln? Kann ich alle einsammeln? Wie funktionieren diese Bonusspiele hier? Naja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben. So ganz glatt läuft das hier nicht. Ja, wobei, insgesamt betrachtet muss ich sagen, dass ich mit der Ausbeute ziemlich zufrieden bin. Ja, klar. Die ein oder anderen Münzen hätte man noch einsammeln können, aber insgesamt gut gelaufen, denke ich. Schlacht gewonnen! Cool, wir kriegen Fertigkeit, Prismen und vieles mehr. Diese kann ich gleich dazu nutzen, um die ganzen Fähigkeiten meiner Figuren zu verbessern. Kennen wir ja schon, wie gesagt, aus der Geschichte. Und hier zum Beispiel der Heilungssprung. Der ist ja mit Rabbit Peach ziemlich passend. Sehr, sehr praktisch. Die Waffe zu verbessern ist auch nicht schlecht. Aber da muss man sich einfach entscheiden. So wie ich das damals gemacht habe mit Rebella. Da habe ich ihr Schwert gar nicht verbessert. Oder so gut wie gar nicht. Stattdessen aber alles auf die Raserei gesetzt. Habe ich ja sehr, sehr oft mit ihr verwendet. Ich nutze einfach mal die automatische Füllung, damit das hier mit den Fertigkeiten ein bisschen schneller vonstatten geht. Und ansonsten ist alles fertig. Der Kraftprotz erhalten. Eine Karte. Alles klar, dann geht's weiter. Wir haben drei Portale. Fragen wir mal Madame Brustrella. Wenn wir links laufen, kriegen wir Mario. Also Rabbit Mario. Ich finde Unglücksstern gar nicht mal so schlecht. Da kriegen wir relativ viel. Aber Unglücksstern ist bestimmt auch am schwierigsten. Besiege alle. Wobei es sind nur 6 Goombas und 3 einsame Wölfe. Diese 3 Sniper. Wir probieren das mal aus. Weil, wie es aussieht, dürfen wir uns immer nur für ein Tor entscheiden. Das andere geht dann verloren. Besiege alle. Das heißt, ich habe sozusagen in der ersten Runde die 2 Sparks verloren, die ich gekriegt hätte, wenn ich die andere Herausforderung angenommen hätte. Aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht kommen sie wieder, vielleicht auch nicht. Letztendlich muss ich ja nur den Turm emporklettern, genau das wollte ich sagen. Denn oben wartet ja Spawny auf uns. Jetzt fragt ihr euch, ja Katze, wann läufst du denn diesen Turm eigentlich hoch? Tatsächlich sieht man das nicht direkt. Denn ich laufe den Turm hoch, indem ich nach und nach immer wieder eine Herausforderung meistere. Das heißt, wir haben die erste Herausforderung geschafft, also den ersten großen Kampf. Und dadurch konnten wir eine Etage nach oben klettern. Eben genau bei diesem Turm, sage ich jetzt mal. Und jetzt mal sehen, Rabbit Luigi ist natürlich für diesen Kampf nicht so geeignet, um das auch mal ganz kurz hier erwähnt zu haben, warum ich mich jetzt für Rabbit Rosalina entschieden habe. Einfach aufgrund der Trägheit. Oh, Siesta. Jetzt sind alle am Schnarchen, am Schlafen. Und wir haben freie Bahn. Mehr oder weniger zumindest. So, jetzt kann ich natürlich mit Luigi von Weitem schießen, was immer ganz praktisch ist. Aber es hat jetzt nicht so den Effekt. Moment, wir gehen mal ganz kurz darüber, um zumindest einmal zu rutschen. Ja, das sieht gut aus. Wahrscheinlich werde ich aber jetzt von der Position aus nicht viel ausrichten können. Vielleicht hätte ich doch lieber mit Luigi die Raserei nutzen müssen. So. Oh, den kann ich treffen, zu 50%. Oder den da hinten, auch zu 50%. Boah, ja. Ich meine, Rabbit Peach kann ich leider nicht mehr holen. Aber dann überspringen wir einfach mal. So, 185. Okay, das ist okay. Oh, okay, alles super. Und die laufen ganz entspannt darüber. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit. Dann geht's weiter für Luigi. Der kann jetzt tatsächlich sogar nach unten laufen. Oh, schaut mal, wie gut das aussieht. Das zieht richtig viel ab, oder hier drüben? Optionen über Optionen. Oh, den würde ich somit besiegen. Vielleicht machen wir das. Und ich habe noch meinen Eisenblick. Auch diesen sollte ich unbedingt einsetzen. Ja, ich treffe leider nur einen, aber dann ist zumindest einer direkt erledigt. So, komm, nimm den anderen noch mit deinem Feuer. Na, wahrscheinlich eher nicht. Naja, halb so wild. 4 von 9 Gegner besiegt. 5 fehlen also noch.
Ich aktiviere nun erst einmal meinen Waldmeister. Der wird hier bestimmt sehr, sehr praktisch sein. So, Rabbit, Peach, du kannst mit deiner Trio Infernale gefühlt einfach mal gar nichts. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Oh, das ist gut. Ich glaube, das ist so das Sinnvollste, was ich machen kann. Andererseits, nee, das mache ich, glaube ich, besser nicht. Denn die Goombas kommen dann zu mir und attackieren mich. So leid es mir tut, ich glaube, ich muss da einmal durch. Ich muss einmal durch diesen... durch die Schurkensicht. Ich werde also getroffen. Ja, weil ich mich gerade bewegt habe, kam der Schuss zustande. Nee, der trifft ja auch noch. Ja. Rabbit Rosalina muss sich jetzt dringend verstecken. Sonst habe ich ein großes Problem. Kann ich Rabbit Peach? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann zumindest mal Rabbit Rosalina heilen. Das macht schon viel aus. Sie soll uns ja nicht K.O. gehen, die Liebe. Okay, dann Trio Infernale. Bringt einfach mal aus der Position leider gar nichts. Aber so ist das eben. Schon okay. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Und ja, die Reichweite von meiner Sternenschleuder, von Rabbit Rosalina Sternenschleuder, ist alles andere als gut. Naja, mir bleibt nichts anderes übrig, als hier erstmal zu warten. Zack. Oh, Luigi. Was war das denn für ein Superschuss? Ja, fiese Geschichte. Jetzt spazieren die zu uns, erreichen uns aber nicht. Und in der letzten Runde hier, oder es ist per se nicht die letzte Runde. Aber wir sollten jetzt alle anderen Gegner noch besiegen können. Allein die drei hier. Oh, wir haben dann... Achso, nee, stimmt. Die drei kriegen etwas Energie zurück durch unseren Vampir-Spark. Ja, und dann haben wir hier noch das Fass. Mal gucken, was das ausrichtet. Treffer 1 und Treffer 2. Sehr schön. Oh, der Arme. Das war's für dich. Damit haben wir auch diese Herausforderung gemeistert. Doch zuvor werden wir noch einen Münzenspurt machen. Los geht's, Luigi. Und natürlich auch Rabbit Rosalina sowie Rabbit Peach. Lasst uns ganz, ganz viele Münzen einsammeln, die wir ja dazu brauchen und ja, die dazu da sind, um beim Rabattbot wieder ein paar Sachen einzukaufen. Bisher habe ich das noch nicht so großartig verwenden müssen, aber hey, es kann ja nicht schaden. Allein für die Rettung von Spawny ganz viele Items zu besitzen, damit wir im Fall der Fälle ausgestattet sind und uns niemand mehr stoppen kann. Und, na komm, sehen die 3-4 Münzen, die ich noch eingesammelt habe? Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Egal, wir haben goldene Prismen erhalten. Das ist extrem wertvoll. Ja, damit kann ich mein Team auf jeden Fall ausstatten. Doch wie wird es weitergehen? Meine Lieben, tippt auf dieses Video. Das wird euch auf jeden Fall zum Lachen bringen. Bleibt katztastisch.